Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einem neuen Pokémon Y-Battle mit Chrissy immer noch als Gegner. Und ich habe dabei dieses Mal mein Blubblub aus Japan, mein, ich glaube, Jetclaw, Dondragon, Klefki, Knackrack und Quajutsu. Und Chrissy hat dabei sein Sneebuna, den Titanic-Fan, den Littlefoot, der schnell stirbt, das grunzende Mammut, ein Speiseeis und ein Opfer. Einen opferigen Birkenbaum. Ich würde mal sagen, wir starten mit dem Quietsche-Button in den Kampf. Christoph will mit dir kämpfen. Das über viele, viele Runden. Und Yetina kommt in den Kampf. Blub aus Japan. In Shimashima. Hagelalarm. Hagelalarm. Yay. Yetina wird erstmal zurückgerufen. Bei einem Backofenrotom, beim Ofenrotom möchte man nicht wirklich mit Yetina einen Hitzekoller abfangen, weil Vierfachschwäche, man kennt's ja, ne? Yetina, das Vierfachschwächen-Pokémon. Das war äußerst effektiv, sinkt stark. Hagelkörner, ouch, voll ins Auge. Wie war der Name? Übrigens hier, ne? Steinkante. Einmal eine Bürde raushauen. Einfach nur, weil es tötet. Grunz Oinka. Ah, okay. Ja, Chrissy hat immer so geile Namen. Oh, Blub überlebt mit einem KP. Und da kommt sie. Yetina. Wieder zurück in den Kampf. Mega Yetina. Bitte nicht schön. Mit einem Eissplitter. Rio-Attacke und hau weg das Blubblub aus Japan in Shimmer-Shimmer-Shiny. Mein armes Rotom. Jetzt ist es erstmal den Schlüsselbund des Grauens, den Key of Doom. Und da kommt er mit seinem Sorbet, dem Doppelspeiseeis. Lecker. Krieg ich richtig Bock auf Softeis. Au. Ein bisschen Hage wieder voll in die Fresse. Voll in die Fresse! Noch ein Lichtschild raushauen. Erstmal schön Screen hier. Ich spiele ja nicht dieses, wie nennt sich das nochmal? Swagplay Klefki oder irgend sowas? Keine Ahnung. Hier immer schön verwirren und so weiter. Finde ich, ich finde, das ist so eine lahme Taktik. Ich bleibe lieber bei meinen Screen Klefki. Und ein bisschen draufknüppeln. Jetzt möchte ich mal wissen, warum er eigentlich eben das eine jetzt gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keinen Plan, was in diesem extrem langen Kampf alles noch so kommen wird, weil es halt auch einer der Kämpfe ist, die vor langer, langer Weile aufgenommen wurden und deshalb auch sehr weit zurückgeblieben sind. Übrigens ist jetzt Yetina behindert im Kopf und kann vielleicht nicht angreifen. Was sie aber tut, finde ich nicht sehr nett. Aber ich kann sie ein bisschen Zauberschein... ein bisschen beglücken. Ein bisschen Liebe verteilen, ne? Ich habe ja immerhin ein männliches Klefki. Es ist so männlich. Ich habe noch nie einen männlicheren Schlüsselbund gesehen wie diesen hier. Erstmal Jetclaw rausholen. Jetclaw, habe ich glaube ich eben gesagt, ne? War richtig. Und da kommt das Sorbet. Soft Eyes. Reflektor lässt nach. Er holt sein Sorbet wieder zurück. Hat wohl nicht damit gerechnet, dass ich auch auswechsel. Und da ist Arctitanic. Oder wie ich immer gerne sage, der Titanic-Fan. Yay! Erst das Schiff versenken und jetzt meine Pokémon. Ja, finde ich echt nett. Lichtschild lässt nach. Die haben sehr viel gebracht, die beiden Schilder. Und ich booste mich erstmal ein bisschen nach oben. Da kommt eine Lawine. Mit doppelten Schaden machen, wenn ich angegriffen hätte. Aber das möchte ich nicht wirklich. Aber ja, komm, einfach mal komplett hochboosten. Fiaro kann den Kampf sowieso nicht gewinnen, von daher... pff, was soll's? Auch mit dem Gyroball. Ist eigentlich wurscht, was er macht, aber egal. Erstmal Ruhe orten. Hihihi, sehr schön. Der arktische Titanic-Klotz sollte...
nicht unbedingt, wer weiß, wie stark hier alles kaputt hauen. Und ich glaube, ich wollte zu dem Zeitpunkt des Kampfes meinen Fiyaro noch eine Zeit lang behalten mit dem sechsfachen Angriffsboost. Diablo! Machen wir den Ruheort. Für maximale KP! Oh weh! Und eine Akrobatik. Okay, ich weiß nicht warum Akrobatik. Kein Plan, ich weiß nicht mehr die genaue Strategie. Kann auch sein, dass ich einfach nur keinen Sturzflugschaden haben wollte. Kein Plan. Oder ich war der Meinung, Akrobatik reicht. Hat mein Fiyaro überhaupt ein Item? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Kommt erstmal das Schutzschild von Yetina. Ein Flammenblitz. Aber Hagel. Voll auf den Schnabel. Da möchte ich einmal Prio-Attacken. Ein Flammenblitz. Und ich glaube, das sollte Yetina nicht so... Nein, es hatte nicht sein sollen. Sechsfacher Boost. Auf jeden Fall, wir haben noch lange nicht die Hälfte des Kampfes durch. Wie man an der Partlänge sieht. Und da ist Sorbet. Unser kleines Sorbet. Erstmal wieder Ruheorten. Sehr nice. Meteorologe, okay. Ich habe wieder völlig vergessen, was das überhaupt kann. Aha, es ist nicht sehr effektiv, das kann es schon mal. Da hat mein Ruheort wirklich sehr viel gebracht und noch einmal ein Ruheort. In der stillen, leisen Hoffnung, dass kein Crit kommt und mein Fiyaro umklatscht. Oder ein Blizzard. Kann ich schon froh sein, dass der Flugtyp weg ist, weil sonst hätte das noch mehr Schaden verursacht. Und da sind wir wieder bei roten KP. Ein Ruheort. Das Spiel kann man ewig weiterspielen, bis ein Crit kommt oder man austauscht. Yay! Nicht sehr effektiv. Es hat aufgehört zu hageln. Ich komme nicht in den Bling-Bling-Bereich. Und da tauscht er aus. Da bin ich sehr froh drüber. Für den arktischen Titanic-Fan. Da kommt wieder der Ruheort. Wie zu erwarten. Hochheilen. Und eine Akrobatik. Ich habe keine Ahnung, warum ich Akrobatik gemacht habe, aber... Hey. Er dachte wohl, hier noch ein Ruheort, ne? Sehr gut predicted. Da hätte ich einfach einen Flammenblitz machen sollen, dann wäre es weg gewesen. So konnte er leider dank Doppelstärke, ne, töten. Da habe ich wohl ein bisschen gepennt. Damals, vor langer, langer Weile. Aber es war cool. Erdbeben gut. Kein Ruheort. Ich lasse mich nicht völlig verladen hier. Da geht der Eisberg unter, er gesellt sich zu der Titanic. Da war das männliche Schlüsselbündlein sehr hilfreich. Und da kommt die Tundra. Mit der unglaublich geilen zigfach Doppelschwäche und Schwäche und vierfach tausend Schwäche. Es hält so vielen Angriffen statt, das ist unglaublich. Erstmal die Spätzwerte hochboosten, während ich meine Screens wieder aufbaue. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Ich finde das toll, wie die Gedankengänge eines Pokémons mit einem Tröpfchen dargestellt werden. Tropf! Ich bin ein schlaues Pokémon. Tropf! Mit einer Dauerwelle. Tropf! Und da kommt sofort der Fluch der Behinderung. Und ein Zauberschein hinterher. Ist bei dem Wegleuchten, was natürlich sehr viel Schaden verursacht hat. Und da kommt eine... Da kommt die fiese, gemeine Tripper-Attacke. Hochheilen, sehr schön. Überreste. Sofort das Klefki zurückrufen, weil das wäre ein Kampf, der nicht zu gewinnen ist. Und da haben wir Quajutsu. Und Tundra darf nicht angreifen. Seine Behinderung hindert ihn daran. Finde ich sehr schön. Lichtschild lässt nach. Und da kommt der Sondersensor. Wäre das jetzt ein physisches Quajutsu, würde ich einfach mit Kampfattacken draufhauen und es in kürzester Zeit umlümmeln. So muss ich mir leider ordentlich Prügel einstecken.
Perfekt, aber das nach. Ein strauchelnder Strauchler. Habe ich mal ein bisschen rumexperimentiert. Und da hätte ich mir in den Arsch beißen können, dass ich das nicht sofort gemacht habe. Leben Orb und Down. Hab halt ein bisschen ausprobiert. Okay, da kommt er wieder mit einem Tröpfchen Gedankenblitz. Ich hätte sofort Strauchler machen sollen, muss ich mir merken. Aber ist auch egal. Ich glaube, das Vieh hält nicht mehr allzu lange durch. Wenn ich mich da nicht irre, ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall Don Dragon mit dem Feuerschlag. Fire Punch. Ein Volltreffer übrigens. Und da kommt wieder Naturtripper. Und das haut rein. Nach, ich glaube, drei Gedankengut kann auch Multischuppen Dragoran einpacken. Das war so verdammt knapp. Tundra, Überreste, Klefki. Mit dem zauberhaften Schein. Und die Tundra wurde besiegt. Einer der wenigen Momente, wo man sieht, dass Amagaga ordentlich was machen kann. Da ist ja völlig... keine Ahnung, ne? Ich meine, die Schwächen und so weiter. Sollte eigentlich kein Grund sein, es nicht zu spielen, aber man sollte es doch lassen. Autotomie. Macht nochmal die Initiative stark steigen. Okay, das ist leichter geworden. Und Klefki macht es mal wieder, was es am besten kann. Screenen, screenen und screenen. Und das Sorbet ist behindert und darf nicht angreifen. Sehr schön. Aber auch den Reflektor. Ich habe noch nie in einem Kampf so oft die Screens mit Klefki eingesetzt wie in diesem Kampf. Das macht sich nochmal ein bisschen schneller. Und leichter. Bläst mir nach kalten Blizzard um die, Autoschlüssel und Garagentorschlüssel oder irgend so. Und kriegt er erstmal einen Zauberschein ab. Unglaublicher Schaden. Eine lichte Kanone. Und wieder ein Zauberschein. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Ich kann es nur nochmal betonen. Und die Behinderung wirkt. Böse, böse, böse. Während ich fröhlich mit dem Zauberschein draufhauen kann. Und nochmal ein Lichtschild, einfach nur, weil ich es kann. Warum auch nicht? Und es kann vor Behinderung nicht angreifen. Armes Soft-Eis-Sorbet. Da kommt es nochmal mit einem Blizzard um die Ecke. Was aber nicht reicht. Und Klefki kann zum finalen Schlag ausholen und das Soft-Eis in seiner, keine Ahnung, Waffel verteilen. Und das war es dann auch schon mit dem Kampf. Schon, sag ich auch noch. Es waren jetzt, ja, gute 12 Minuten ungefähr. Ein langer Kampf. Live wäre das noch viel, viel länger gewesen. Alter, es war wirklich ein langer Kampf und es war ein cooler Kampf. Und ich merke gerade, Knackrack habe ich noch gar nicht rausgeholt. Ich glaube, das wollte ich so spät wie möglich einsetzen, weil... Au. Auf jeden Fall, es war ein cooler Kampf und... Ja, hiernach kommt jetzt diesmal kein Kampf, weil... Mit einer Länge von jetzt gut 13,5 Minuten... Kein anderer Kampf wäre kurz genug. Das ist jetzt mal ein Solo-Kampf, so für zwischendurch. Übermorgen kommt dann wieder ein zusammengeschnittener, der wird ein bisschen länger. Das müsste dann Battle 94, glaube ich, sein. Das wird ein bisschen länger sein, weil die Kämpfe allgemein nicht so kurz sind, wie ich es eigentlich gedacht habe. Als ich vorgestern angefangen habe, so einen Stuss zu labern von wegen, ja, immer zwei Kämpfe und so, bla bla bla. Aber egal, in dem Sinne, arrivederci, meine kleinen Makaronis. Liebe Grüße an Chrissy für die schönen Kämpfe. Und wir sehen uns übermorgen in... einem etwas längeren Kampf. Tüdelü.